Shusui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Weeha! So Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Podcast. Das heutige Thema ist die Gum-Gum-Frucht. Wir starten mit diesem Podcast möglicherweise eine neue Reihe, und zwar der Teufelsfrucht-Podcast, will ich ihn einfach mal nennen. Und den ganzen mache ich natürlich nicht alleine. Mit mir dabei ist der gute Makanko. Ja, moin Leute, ich bin auch wieder mit von der Partie. Die Gum-Gum-Frucht ist die Frucht, die wir mit am längsten kennen. Ich glaube, sie ist auch von vielen die Lieblingsfrucht, wurde auch in letzter Zeit in vielen Theorien thematisiert. Ist auf jeden Fall sehr gut für den Anfang. Wir werden heute diverse Möglichkeiten, die die Frucht bietet, analysieren, Steigerungspotenzial unter die Lupe nehmen und ein bisschen darüber reden, wie Ruffy denn die Frucht genutzt hat und ob sie vielleicht sogar eine tiefere Bedeutung hat. Und damit würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Ja, die Gum-Gum-Frucht ist natürlich die Frucht von unserem Hauptprotagonisten. Deswegen passt sie natürlich perfekt für die erste Folge für so ein mögliches Format. Aber ja, was kann man alles zur Gum-Gum-Frucht sagen? Sie ist auf jeden Fall eine Frucht, die sehr einfältig wirkt, die nicht besonders stark wirkt, aber sie gehört eben dem zukünftigen Piratenkönig und sie hat schon bis jetzt sehr viel Vielseitigkeit gezeigt. Also ich würde sagen, bis Skype schon so ein bisschen, als Ruffy das erste Mal Gum-Gum mit Gatling eingesetzt hat, das war glaube ich auf Skype ja, und vor allem auch bis Water 7 hat die Gum-Gum-Frucht nicht wirklich etwas Spezielles zeigen können, aber vor allem durch das Year 2 hat man gesehen, dass die Gum-Gum-Frucht irgendwas mehr drauf hat, was nicht unbedingt was mit denen zu tun hat, weil Ruffy eben sein Blut schneller durch den Körper fließen lassen kann und somit werden eben seine Attacken schneller und er dampft dadurch, weil eben so eine große Geschwindigkeit entsteht, wegen eben der Reibung und dadurch entsteht eben Hitze. Was man so an sich nicht direkt mit Gummi verbinden würde, aber schon eine Nebenfähigkeit der Frucht ist, die extrem stark ist, ne? Die Frucht bietet auf jeden Fall viele Möglichkeiten, an die man erstmal nicht direkt denkt. Da wir das Erwachen auch kennen, sind das natürlich doch mal mehr. Allein der ganze Bounce-Effekt, den man dadurch hat, ist halt ein großer Vorteil, auch defensiv, wie wir gesehen haben. Man ist eigentlich für jegliche Projektilwaffen eigentlich unantastbar. Natürlich jetzt mit Haki und dem Seeschan ein bisschen geschwächt, aber im Großen und Ganzen ist man vor allem auch im East Blue dann sehr gut aufgestellt mit einer Frucht. So ziemlich jeder Gegner hat ja ein großes Problem mit dieser Frucht. Ruffy hat sie zunächst eigentlich eher einfach genutzt. Man muss ja auch sagen, die Frucht ist nicht mal so einfach zu nutzen. Ruffy hat sich auch am Anfang nur gedehnt und selbst das Dehnen musste er ja auch mit den Affen die ganze Zeit trainieren als Kind. Es ist nicht so einfach. Man muss auch eine gewisse körperliche Physis an den Tag legen, um das Ganze zu können. Aber auch der ganze Aspekt mit dem Aufblasen ist hier möglich gewesen bereits zu Anfang. Und Ruffy hatte ja auch einen relativ überschaubaren Movepool. Gum-Gum-Pistole, Gum-Gum-Ballon, Bazooka und noch Kleinigkeiten wie das Netz. Aber damit ist er auch bis in die Story gut durchgekommen. Das Gear 2 war für mich, was ich bereits schon mal erwähnt habe damals, noch eine Maßnahme gegenüber Kusan, der halt die Eisfrucht hatte. Ich dachte auch, dass es halt da so gesehen von Ruffy erschaffen wurde, damit er halt mit der Hitze Aokichi verletzen kann. Bis dahin hat er ja auch Logia-Nutzer mit Gummi oder halt bei Crocodile mit Wasser verletzen können, was ein Gegenelement ist. Bei der Frucht hat man hier auch als Gegenelement quasi Metall, beziehungsweise hier einfach die Klingen, die halt schneiden können. Das Konzept der Teufelsfrüchte wurde ja allgemein ein bisschen verändert über die Zeit. Und die Frucht bekam natürlich dann die ganzen Möglichkeiten durch das Haki, bis wir bei Gear 4 waren. Aber ich würde erstmal sagen, was fandest du denn von den Steigerungsmöglichkeiten damals am besten? Und was denkst du, was es zunächst mit Gear 2 und 3 so auf sich hatte? Und was von den beiden findest du denn stärker? Also am besten war definitiv Gear 2, das kam aus dem Nichts so gefühlt. Und von der Queen ist hier auf jeden Fall die beste Form. Ich war damals auch ein sehr großer Fan vom Gear 3, aber das Gear 3 im Vergleich zum Gear 2 ist erstens nicht unbedingt so krass nützlich gegen einen normalen großen Gegner wie beispielsweise Luki. Und das Gear 2 ist einfach auch cooler so an sich und er bewegt sich schneller, hat bessere Attacken. Im Gear 3 ist das Ganze eben nur so groß, aber das Gear 2 bietet eben viel mehr Möglichkeiten. Und ich kann mir das Ganze auch sehr gut vorstellen, so wie du es gerade erklärt hast, dass eben Ruffy wegen Kusan, wegen ihm dieser Kälte eine warme Form haben wollte, die sehr schnell ist, die eben gegen einen so starken Gegner was entgegensetzen kann, wegen eben seiner Stärke, damit eben Ruffy zum einen vor ihm ausweichen kann, ihn schnell treffen kann und eben wegen der Hitze dem Eis entgegentreten kann. Deswegen kann ich mir das Ganze schon sehr gut vorstellen, dass Ruffy das G2 gegen Kusan einsetzen wollte, beziehungsweise eben als Maßnahme für die Niederlage von damals. Aber die beste Gear-Form so an sich, die bekommen wir glaube ich zu sehen auf Wano Kuni. Entweder das Gear 5, was gut sein könnte, oder eben der Gear 4 Tiger Man. Das ist auch sehr gut möglich wegen eben
unfassbar vielen, eigentlich schon zu vielen Andeutungen in Coverpages von Oda, oder eher gesagt Color Spreads, wo er angedeutet hat, dass Ruffy immer mal wieder in Verbindung zur Zahl 5 ein Tigerfellmuster auf der Hose hatte oder mit einem Tiger gespielt hat. Und der Tiger ist ja auch so an sich in der japanischen Mythologie das Gegenstück zum Drachen. Und weil Kaido eben einen Drachen darstellt, passt eben sehr gut, dass eben Ruffy als sinnbildlicher Tiger eines Tages Kaido besiegen wird oder töten wird. Und weil der Kampf sowieso gerade zum Ende geht, ist es eben sehr wahrscheinlich, dass Ruffy in nächster Zeit auch seine neue Gearform zeigen wird. Ein Gear 5 wäre eben passend als nächste Stufe zu einem Kaiser, eben zu Kaido. Aber eine neue Gear 4 Form würde ich nicht unbedingt ausschließen, weil Stand jetzt ist ja auch Ruffy nicht so viel schwächer als Kaido. Klar, an sich hätte trotzdem gegen einen frischen Kaido nicht wirklich eine Chance, aber er kann ihn schon mal gut entgegentreten. Und unbedingt eine neue Gear 5 Form sehe ich gar nicht mehr so krass notwendig. Ich kann mir schon vorstellen, eine neue Gear 4 Form mit dem neuen Haki, die noch etwas stärker ist als, als der G4 Boundman oder der G4 Snakeman. Damit könnte schon gegen Kaido reichen, vor allem auch eben, weil die CP0 doch da ist. Es gibt noch so viele mögliche Gegner für Kaido und auch eben generell, weil Kaido so sehr geschwächt ist, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass er in Gear 5 gar nicht kommen muss. Aber der G4 Tiger Man, den stelle ich mir schon so stark vor, dass er gegen Kaido reichen könnte. Und ich stelle mir die Form auch relativ cool vor, weil ein Tiger schon ein relativ cooles Tier ist. Und vor allem auch so gesehen cooler als eben, weiß nicht, ein Affe, der als mögliche Inspiration gilt für den G4 Boundman, ne? Ich muss sagen, was ich besonders nice finde, ist halt, dass er jetzt die ganzen fachspezifischen Formen hat. Die eine ist halt schnell, die andere ist halt stark. Der Tankman ist tatsächlich bis jetzt auch nur einmal vorgekommen. Ebenso muss man sagen, hat er auch Jet Shell nur einmal eingesetzt, was ich besonders schade finde. Er hat tatsächlich hier sehr stark defensive Fähigkeiten entwickelt und ich finde, das ist auch sehr, sehr cool gewesen, dass da zum Beispiel bei Moria das auch die finale Attacke war. Das war immer noch eine Attacke, mit der man einen Boss besiegt hat. Und ja, Tankman hat ja natürlich auch eine normale Version, das war ja damals die Full-Version. Bounceman finde ich persönlich etwas unspektakulär. Bei Dressrosa habe ich es natürlich gefühlt wie wir alle. Die Form ist auch irgendwo lustig. Ich kann damit auch den Moonwalk so gesehen adaptieren, wenn auch auf eine andere Art und Weise. Es sieht aber doch ganz cool aus. Die King Kong Gun Thematik wurde ja auch noch nicht erweitert. Man muss ja sagen, viele wollten ja auch den Riesen Ruffy, dass er quasi hier 3 erweitert und groß wird. Was ich lieber hätte, wäre natürlich die Erweiterung des Red Talk, was ja eine Nebenfähigkeit des Gear 2 ist. Und das könnte natürlich auch in den Tiger Man übergehen. Wir kennen ja auch die Color Page, wo der mit Flammen gezeichnet wurde. Das wäre natürlich auch hier interessant zu sehen mit dem Red Rock, das wir auch hatten, was ja auch quasi eine Art Feuerattacke war, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall hier eine mögliche Fähigkeit von Ruffy. Es haben sich auch schon welche gewünscht, dass das G5 bereits das Erwachen Intus hat. Es gibt ja auch das Fanart, wo er quasi Onigashima in Gummi verwandelt und das dann halt reboundet und somit die Insel da nichts zerstören kann. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich nicht, weil auch wenn es ein riesiger Gummiball dann wird, es ist ja immer noch eine riesige Fläche, die dann quasi auf Anokuni landet. Aber gut, es ist halt immer noch ein Shounen und man hat ja den riesigen Baum. Ich persönlich hoffe auf jeden Fall, dass Oda so weitermacht, dass er die ganzen verschiedenen Kategorien hier weiter erweitert und dass er nach Gegner halt immer anpasst. Katakuri zum Beispiel war verdammt schnell und flink. Da war der Snakeman eine nötige Konsequenz. Und ich glaube auch, dass er im Training mit Rayleigh hier einiges gelernt hat, was wir bis jetzt noch nicht sehen konnten. Es muss sich unbedingt von der Stärke her so krass variieren. Es ist dann halt vom Gegner zu Gegner unterschiedlich. Und ich glaube, das macht das Ganze auch ein wenig interessanter für uns, als wenn er immer stärker werden muss. Und dann muss man ja auch nicht immer Gear 5, Gear 6, Gear 7 halt machen, sondern kann halt hier die Kategorien unterteilen. Ich persönlich wünsche mir, dass Gear 5 oder allerspätestens Gear 6 das Ende von dem Ganzen ist. Und ja, das ist ja auch an die Gangschaltung hier angelehnt und mehr als 7 Gänge wäre meiner Meinung nach irgendwo auch too much und das verliert auch so ein bisschen den Reiz. Ich weiß, jeder Theoretiker liebt es, über Gear 5 zu reden. Bereits vorher hatten wir es halt mit Gear 4, aber es ist halt mehr so dieser Gedankenprozess, als dass es tatsächlich cool ist, finde ich. Und das nimmt dann auch irgendwo diesen Wow-Moment. Man muss auch bedenken, in One Piece selbst vergeht gar nicht mal so viel Zeit, denn es sind ja meistens wenige Tage bis Wochen, während bei uns natürlich mehrere Jahre vergehen. Ruffy sollte aber auch nicht zu schnell vorankommen und jetzt einen Kaiser zu besiegen, ist ja schon mal ein guter Anfang, aber man soll es nicht übertreiben. Ja, ich glaube, da ist auch generell diese Anlehnung an Dragon Ball da. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ist doch jetzt auch nicht irgendwie so, dass es bis zur 6. oder bis zur 5. Form ging.
Ich glaube schon, oder? Ungefähr ja. Natürlich hat man es mittlerweile wieder etwas übertrieben, aber damals war es noch sehr überschaubar. Eine Dragon Ball-Anspielung, die ich auch mal gehört habe, war mit dem Stab, dass Ruffy theoretisch diesen Stab von Sun Wukong haben könnte, den er dann theoretisch auch dehnen könnte. Der hat ja auch die ähnliche Fähigkeit gehabt in Dragon Ball, dass er unendlich lang werden könnte. Ruffy will zwar nie ein Schwertkämpfer werden, aber es wäre natürlich hier eine Möglichkeit, Ruffy eine Waffe zu geben, vielleicht sogar in Verbindung dann mit Sabo, aber ich persönlich finde, dass Ruffy im Hand-to-Hand-Combat einfach immer besser ist und dass er nicht eine Waffe braucht. Haben sich allerdings schon einige gewünscht und es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man da Ruffy noch was gibt. Ruffy adaptiert ja auch auf die Fähigkeiten seiner Gegner. Und Dressrosa hatte man ja sogar den Filler, wo er quasi Bellamys Fähigkeiten kopiert hat. Sowas ähnliches könnte ich mir sogar in Zukunft vorstellen. Der hat sogar Springhopper-mäßig dann, wenn er den ganzen Boden in Gummi verwandelt oder diverse Gegenstände in Gummi verwandelt. Das ist natürlich hier sehr lustig, wenn man zum Beispiel dann an Mihawk denkt, wenn er dann sein Schwert in Gummi verwandeln könnte oder allgemein gegnerische Waffen in Gummi umwandeln könnte, insofern Sasaki das dann zulässt. Bei Ruffy ist das natürlich kein Problem meistens. Wenn dann auch eine Möglichkeit, Ruffys Gegner auch Schwerter haben zu lassen. Bis jetzt hat der Ruffy meistens keine Schwertkämpfer als Gegner, weil er halt immer noch sehr schwer verwundet werden kann, wenn sie ihn denn treffen. Und das hier wäre dann eine Möglichkeit. Flüssiges Gummi dagegen wird auch oft thematisiert. Bin ich jetzt ehrlich gesagt kein Fan von. Man muss halt irgendwo auch eine Schwäche lassen. Und es hat ja schon diverse Anspielungen gehabt halt jetzt, die auch halt an Zoan erinnern. Allein die ganze Mutation des Körpers. Ich glaube, wenn das dann auch so mit flüssigem Gummi übergeht, wäre das ein bisschen too much. Und die Frucht soll ja auch nicht so overpowered sein. Ruffys Kreativität soll sie zwar ausmachen, aber wenn es so weit geht, dann kann man auch irgendwo davon reden, dass die Frucht einfach selbst overpowered ist. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ja, auf jeden Fall. Wir können uns auf jeden Fall sicher sein, dass Gear 5 wird kommen. Das Awakening wird eine andere Form sein als das Gear 5. Und eine neue Gear 4 Form wird auch safe kommen, denn der Bondman war ja so an sich eine Allround-Form, so, weil der Affe ist ja so an sich relativ schnell, ist auch sehr stark. Im Gegensatz dazu ist die Schlange, hat eine viel größere Angriffskraft theoretisch gesehen mit ihrem Gift, hat aber im Gegensatz dazu eine geringe Defensive, weil man kann einmal auf eine Schlange drauftreten oder, gut, ist ein bisschen naiv gesagt, aber man kann einmal wirklich eine Schlange härter treffen und die kann daran sterben. Im Gegensatz dazu ist ein Affe schon sehr viel stabiler und ein Tiger hat eben noch eine viel größere Angriffsform in Verbindung zur Defensive und da kann man es eben mit gegen Kaido einbauen, dass eben der Tigerman kommt. Zum Thema Erwachen oder Gear 5 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass entweder die Umgebung in Gummi verwandelt wird, so wie man es eben kennt, so, dass einfach alles komplett elastisch wird und dass Ruffy dann beispielsweise gegen den Boden schlägt und dann vom Boden aus breitet die Faust gegen ein Haus, dann vom Haus aus gegen eine Kirche und von der Kirche aus gegen den Gegner. Als reines Beispiel, ähnlich wie es beispielsweise auch Ruffy im Snakeman machen kann mit seiner Faust. Aber das persönlich glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass Ruffy seine Umgebung dehnen kann. Das haben wir auch schon mal auf Long Ring Longland gesehen. Diese Insel hat ein großes Geheimnis, weil eben alles extrem lang ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben der Vorbesitzer der Gum-Gum-Frucht damals auf dieser Insel war, alles gedehnt hat und dass eben deswegen die Umgebung gedehnt wurde, so an sich. Ähnlich wie beispielsweise auch beim Kassad, denn da haben eben auch die beiden Admirale Kusan und Akainu die Umgebung für Ewigkeiten verändert wegen ihren erwachten Fähigkeiten. Und wieso nicht auf Long Ring Longland, weil diese Insel hat eben ein Geheimnis. Das Gedehnte kann nicht von irgendwoher kommen. Es muss eine Erklärung dafür geben. Und wieso dann eben nicht das Erwachen der Gum-Gum-Frucht? Es würde perfekt dazu passen, weil man auch eben damit schon sagen kann, dass man Ruffys Erwachen schon vor 20 Jahren so an sich gesehen hat. Und wenn das Ganze rauskommen wird, dass Ruffy eben die gleiche Form des Erwachens hat, wie auch Long Ring Longland dargestellt wurde, das wird auch ein perfekter Moment, um wieder sehen zu können, was Oda alles eingebaut hat in die Story, was man eben gar nicht bemerkt hat, so an sich. Deswegen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das Ganze eben so aufgebaut wird und eben so, auch so aussehen wird, dass eben Ruffy dann andere Gegner dehnen kann und generell die Umgebung und alles Mögliche halt, dass die Gegner auch eben, beispielsweise wenn die gedehnt werden, ein komplett komisches Körpergefühl bekommen, ihren Körper gar nicht mehr Herr der Lage sind. Beispielsweise auch ähnlich wie Ruffy damals als Kind, als er zum ersten Mal die Gum-Gum-Frucht gegessen hat und ich glaube Shanks in Hand festgehalten hat und er ist weitergelaufen. Da waren ja auch alle überrascht und beispielsweise auch als Ruffy als Kind die Gum-Gum-Pistole gelernt hat oder geübt hat, da war es ja auch eben so, dass er mitgeflogen ist mit seiner Faust. Dass ein Gegner dann beispielsweise ähnliche Probleme hat, klar, ein Blackbeard beispielsweise hat ein ganz anderes Körpergefühl als ein Ruffy mit 8 Jahren oder so, aber trotzdem, wenn dein Körper eben gedehnt ist und
ja, komplett unnatürlich, eine unnatürliche Form hat, die du gar nicht kennst, dann wirst du damit auf jeden Fall Probleme bekommen und Letter Ruffy eben einen großen Vorteil, den ihr eben aussetzen könnt in einem Kampf. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Es ist halt die Frage, ob man quasi seinen Gegner dann auf organischer Ebene verändern kann. Es wäre natürlich lustig mit der Long Ring Long Theorie, wäre ich auch einverstanden. Die Insel an sich und der ganze Arc ist allgemein unterschätzt. Da wurden theoretisch viele Foreshadowings versteckt. Ja, ich muss sagen, innerhalb der Paramecia-Früchte finde ich die Frucht tatsächlich doch eher schwächer. Ich finde viele Früchte, wie selbst die Wachs- oder Bombenfrucht von der Barockfirma damals, haben theoretisch mehr Potenzial, haben aber halt eher schwächere Nutzer. Und natürlich gibt es da auch starke Beispiele, wie jetzt die Tatzenfrucht, Hormonfrucht oder Fadenfrucht, bis Operationsfrucht und Bebenfrucht, welche die stärkste bestätigte Frucht ist, zumindest auf offensiver Ebene unter den Paramesiern. Bei Logia ist es halt die Magmafrucht. Ich würde trotzdem sagen, dass die Frucht nicht zu unterschätzen ist. Husu hat ja auch damals die Frucht verteidigt und die wurde ja auch von Shanks geklaut. Ist halt die Frage, wenn die Frucht so schwach ist, warum hat man dann Husu dafür gejudged? Also die ganzen Celestial Dragons oder wie ich sie nenne, Himmelsdrachen, haben ja auch Früchte quasi weggeschmissen, wenn man so sehen will. Allein bei Hancock und ihren Schwestern war es so, dass man die Früchte da einfach so verteilt hat, um zu sehen, was da passiert, ob die daran sterben, ob die lustige Fähigkeiten bekommen, was natürlich bei Soa-Nutzern vor allem dann sehr lustig werden kann, wenn man dann zum Beispiel zu einer Cobra oder einer Boa wird, hier wie bei den Schwestern. Da kann ich mir schon vorstellen, was sie alles mit denen gemacht haben oder was sie für Grundstücke für die vollführen mussten. Die Gum-Gum-Frucht wäre hier auch eigentlich eine spaßige Frucht, gerade für die ganzen Himmelsdrachen. Da frage ich mich halt, ob es einfach die Niederlage von Huusu war, dass er zu schwach war, oder ob die Frucht wirklich für die ganzen Weltregierungs-Dudes da wirklich so wichtig war. Was denkst du denn? Ja, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten oder vier Möglichkeiten. Entweder die Frucht hat gar keine Bedeutung, dann wäre es trotzdem komisch, dass sie die haben wollten, die Frucht, obwohl es eigentlich zur Regierung passen würde. Oder die Tenryubitos wollten sie eben haben für einen Sklaven, damit sie eben damit spielen können. Oder die Frucht ist eben die Frucht, die von den Gorosei gemeint wurde in Chapter 1037, dass sie eben eine tiefe Bedeutung hat, wobei ich eher nicht davon ausgehe. Es gibt zwar einige Andeutungen, dass die Gum-Gum-Frucht eben sehr komisch ist, wegen eben den Gierform, oder dass beispielsweise auch Opa Yu Ruffy als God of Fire, also König des Feuers, bezeichnet hat, oder was auch passend ist zum Sonnengott Nika, aber das wäre dann schon etwas aus der Luft gegriffen, wie ich finde. Oder es gibt eben noch die Möglichkeit, dass die Gum-Gum-Frucht die ehemalige Frucht ist von eben Joy Boy oder von eben diesem Typen, der möglicherweise Long Ring Long Land gedehnt hat. Es wären eben eine von den vier Sachen und schwer zu sagen, aber wenn die Frucht eben so unfassbar wichtig sei, dann hätten sie nicht nur einen Husu hingeschickt, der von der Stärke her ähnlich war wie ein Rob Lucky zu ihren Lobby-Zeiten sehr wahrscheinlich, aber ja. Ich würde trotzdem sagen, obwohl, man kann auch ruhig sagen, dass Husu vielleicht etwas stärker war, aber wenn die Frucht wirklich so wichtig gewesen wäre, hätte man nicht eben nur einen Husu dahin geschickt, sondern eben einen damaligen CP0-Anführer oder Gorosei wäre natürlich zu viel, aber irgendwas sehr Starkes oder möglicherweise eben auch die Marine mit einem Admiral oder so. Also man hätte da viel krassere Möglichkeiten als eben nur Husu. Und wenn die Frucht so wichtig gewesen wäre, dann hätte man da, glaube ich, auch größere Kapazitäten freigemacht, damit man eben die Frucht unbedingt bekommen kann. Dann ist eben dazu gekommen, dass Shanks die Frucht bekommen hat. Ist die Frage, was eben extra von Shanks oder eben nur Zufall, dass sie die Frucht bekommen hat. Ich persönlich denke mal eher nur Zufall. Aber andererseits, er ist ja auch kein direkter Gegner von der Regierung. Wieso sollte er dann ein Regierungsschiff angreifen? Also es gibt so viele Fragezeichen rund um Shanks, rund um die Gum-Gum-Frucht. Ja, wenn er mit der Regierung so gesehen verpartnert ist, wenn er eben zu dem Großherr hingehen kann und eben normal mit denen reden kann, obwohl er ein Kopfgeld hat von über 4 Milliarden Berry, wieso greift er sie dann an, bevor er noch ein Kaiser war? Also ganz viele Fragezeichen rund um Shanks. Wieso war er damals sehr, sehr lange im East Blue? Das hat ja auch irgendeinen Grund gehabt. Also er ist bestimmt nicht nur geblieben wegen Makino und einfach nur schwierig zu sagen. Vor allem, weil er die Gum-Gum-Frucht wahrscheinlich auch im East Blue bekommen hat, beziehungsweise geklaut hat. Kann auch theoretisch gesehen auf der Grand Line gewesen sein, aber ja, kann auch im East Blue gewesen sein. Ich denke auch nicht, dass es halt so eine besondere Frucht ist halt, also auch nicht die Frucht gemeint sein wird. Da gibt es halt interessantere Früchte wie jetzt Laws, Robins, vielleicht so Nisha, der eine Frucht haben könnte, oder selbst Otama. Aber Shanks hat die Frucht wahrscheinlich nicht mal selbst gefunden. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht sogar Lucky Luva war. Vielleicht wollte er sie ja sogar essen. Oder ein anderer, Building Snake. Wäre sogar sehr lustig vom Namen her, wenn er sich dann so dehnen könnte. Snake Man mäßig.
Ja, ist ja sogar bestätigt, dass Lucky Lou die Frucht geklaut hat. Aber Lucky Lou ist ja nicht alleine bei den Shanks-Piraten. Also das heißt, wenn der da ist auf dem Schiff von Husu, dann werden sie ja zusammen angegriffen haben, ne? Aber Lucky Lou hat sie auf jeden Fall geklaut, das weiß man halt. Stimmt, ich meine mich sogar daran zu erinnern. Ich glaube, deshalb kam ich auch drauf. Ja, das passt dann natürlich noch besser. Der wollte sie wahrscheinlich selbst essen, das passt halt zu ihm. Der ist halt auch ein bisschen dicker und größer. Halt ein brachialer Kämpfer. Es wird halt zu ihm passen oder halt zu einem anderen Shanks-Member. Es hat aber Shanks auch sichtlich nicht allzu sehr gestört. Das war, glaube ich, eher der Gedanke, dass jetzt ein Kind halt eine Frucht hat, nicht mehr schwimmen kann und alles. Und es ist ja auch Ruffy. Ich denke aber auch nicht, dass die Frucht einen krassen Vorbesitzer hat. Also keinen krassen Vorbesitzer. Den Vorbesitzer muss sie ja haben. Wahrscheinlich ist er auch um die Zeit herum dann gestorben damals, weil die Frucht dann auch irgendwo gespawnt sein muss. Oder war halt mehrere Jahre halt frei. Es ist natürlich auch immer noch ein Gedanke von der Regierung, ja, ein Pirat, der eine Frucht finden kann, das ist natürlich dann schlecht. Vor allem, wenn Shanks ist. Wenn jemand von Shanks die Frucht bekommt, ist er automatisch viel stärker. Andererseits, Kaiser können nach Belieben Teufelsfrüchte suchen und finden. Ich meine, bei Big Mom zum Beispiel hat man sogar ein ganzes Schema quasi abgedeckt mit den Essensfrüchten. Die hat sie dann wahrscheinlich auch vom Schwarzmarkt und ich glaube, die kann man doch leicht auftreiben als Kaiser. Dann ist halt eine Gum-Gum-Frucht hier das geringste Übel, gerade bei Shanks-Leuten. Aber ja, dass es Joy Boy hatte, ich weiß ja nicht. Und auch bei Roger oder sonst wen gab es ja früher die Theorien. Ich find's allgemein nicht gut, wenn eine Frucht so viel Bedeutung hat. Ruffy muss ja die Frucht auch irgendwo selbst special machen, dass er den Strohhut hat. Reicht meiner Meinung nach da schon aus, dass er wiedererkannt wird. Und ich denke, wenn er die Frucht auch von jemandem hätte, dann würden doch Leute sagen, ey, das ist doch die Frucht von dem und dem. Selbst wenn es ein Sebek oder so wäre, wo natürlich jetzt die Finsterfrucht oder dergleichen mehr Sinn machen würde als nur die Gum-Gum-Frucht. Ja, also, dass jemand aus der näheren Vergangenheit die Gum-Gum-Frucht hatte, kann man, denke ich mal, sehr safe ausschließen. Wenn das Roger gewesen wäre, dann hätten wir schon unzählige Erwähnungen gehabt. Wäre es Roxy selber gewesen, hätte es vielleicht von Garp eine Erwähnung gehabt, dann von Big Mom, von Kaido. Ja, also es wäre auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich. Und wenn eben die Gum-Gum-Frucht jemand gehabt haben sollte, dann höchstens Joyboy, wobei das eben auch wirklich, ja, lost wäre. Also wirklich nicht cool wäre für die Story so an sich. Ich würde mir sogar wünschen, dass Ruffy der Einzige ist von der Gum-Gum-Frucht oder eben eines Tages mal jemand vor 600 Jahren oder jemand vor 200 Jahren eben diese Frucht hatte und beispielsweise Longwing Longland gedehnt hat, als kleines Beispiel. Aber dass man eben beispielsweise von anderen Früchten sieht, wie deren Vorbesitzer waren. Man hat es schon bei der Seenfrucht von Big Mom gesehen, dass Mother Caramel diese Frucht hatte. Aber was man beispielsweise mit der Frucht von Kaido oder mit der möglichen Frucht von Sebek oder mit der Finsternisfrucht. Diese Früchte sind ja auch im Buch der Teufelsfrüchte drin. Das heißt, sie müssen ja eines Tages mal eingesetzt worden sein. Und dann ist ja eigentlich folglich klar, dass jede Frucht schon mal einen Vorbesitzer hatte. Und gut, dann wird es auch zum Gum-Gum-Frucht passen. Und da wäre eben die Hoffnung, dass entweder ein No-Name diese Frucht hatte, was eben Ruffy besonderer macht, oder eben entweder ein Joyboy oder eben so gesehen eine Reinkarnation von Joyboy, ähnlich wie Ruffy oder wie Gold Roger oder möglicherweise Noland, dass er eben dann, wenn es einfach passen würde, Longwing Longland gedehnt hat. Aber zum Thema Vorbesitzer kann man nicht so viel sagen, weil es eben keinen passenden Charakter dazu gibt. Wie gesagt, Roger oder Rux sind eben total unwahrscheinlich. Und reines Wunschdenken, was eben total unbegründet ist. Deswegen kann man das schon sehr getrost ausschließen. Zum Thema, warum die Regierung diese Frucht haben wollte, ist auch schwer zu sagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wegen den Tenryubitos, dass sie beispielsweise im Buch der Teufelsfrüchte gesehen haben, dass diese Frucht existiert. Dann wollten sie sie schließlich haben und die wurde dann irgendwann gefunden. Und deswegen wurde sie eben nach Mary Jo gebracht. Oder es wurde eben zumindest versucht, die nach Mary Jo zu bringen. Ansonsten gibt es nicht so viele mögliche Gründe, außer eben, dass die Gum-Gum-Frucht wirklich noch eine sehr viel tiefere Bedeutung hat. Was ich aber persönlich auch nicht so cool finden würde, weil Ruffy kennen wir schon seit fast 30 Jahren und wenn eben nach so vielen Jahren rauskommt, dass die Gum-Gum-Frucht gar nicht Gum-Gum-Frucht heißt, sondern eben, keine Ahnung, Sangwukong-Frucht oder so, dann wäre es auch wirklich blöd, so wie ich finde, ne? Ich finde sowieso, dass Oda teilweise sich ein bisschen zu sehr aus der Reling hinauslehnt. Also, man sollte ja echt nicht übertreiben, bei Ruffy vor allem nicht, den man halt, wie gesagt, so gut kennt. Da gibt's genug andere Möglichkeiten. Es gab ja auch mal die Idee halt, dass Blackbeard sogar Shanks angegriffen hat, weil er dachte, es wäre die Finsterfrucht. Vom Design her gibt's Ähnlichkeiten. Klar, die Finsterfrucht hat halt noch diese Zacken, sag ich mal, und sieht halt ein bisschen anders aus. Ist halt aber auch die Frage beim Buch der Teufelsfrüchte, wie viele Steigerungsmöglichkeiten stehen da? Also, wenn Ruffys Vornutzer bis jetzt nur das dehnen konnten,
Ist halt die Frage, was steht da alles? Steht da G2? Vielleicht konnten sie auch, keine Ahnung, ganze Inseln aufblasen und in der Luft rumfliegen lassen oder sonst was. Da gibt es halt natürlich diverse Möglichkeiten. Wenn es das Buch halt gibt, dann frage ich mich sowieso, warum nicht jeder das Buch halt kauft oder besorgt und ja, da halt mal nachliest, was er alles machen könnte. Gut, das ist ja auch eine Möglichkeit, warum so viele halt so viele Möglichkeiten haben. Man muss halt sagen, wir kennen viele schwächere Teufelsfruchtnutzer, die können eben diverse Techniken nutzen, wo man sich dann auch fragt, warum sie so vielseitig mit der Frucht umgehen können, obwohl sie so schwach sind. Wäre eine Möglichkeit natürlich, dass sie das dann quasi im Buch gelesen haben. Aber ich glaube, das hätte man dann bis jetzt auch erwähnt. Also das mit dem Buch der Teufelsfrucht ja sowieso als so eine Sache. Es ist ja auch eigentlich so Allgemeinlektüre, sage ich mal, vor allem im North Blue. Das Buch hat ja sogar Sanji gehabt. Klar, eine Königsfamilie. Aber ich glaube, dass man das auch handelsüblich halt kaufen kann. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so schwer. Da ist halt die Frage, was da Oda sich bei gedacht hat. Ja, kann man sich schon gut vorstellen. Andererseits waren es eben auch, war Judge der Partner so gesehen von Vegapunk, der möglicherweise der Autor dieses Buches ist. Deswegen könnte er eben schon die Möglichkeit gewesen sein, dass eben Judge als besonderer Freund von Vegapunk möglicherweise das Buch hatte. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass der Fruchtnutzer fast allein die Frucht ausmacht. Wenn wir beispielsweise mal drauf schauen, ein Caesar Crown wäre eben etwas stärker, dann hätte er viel mehr Möglichkeiten rund um die Gasfrucht, die eben so ein großes Potenzial bietet. Und rein als Vorstellungskraft, wenn man sich mal vorstellt, wenn Caesar die Gum-Gum-Frucht hätte und Ruffy die Gasfrucht, dann wäre es, glaube ich, schon sehr eindeutig geworden, weil eben Ruffy noch viel mehr aus der Gasfrucht rausholen könnte, theoretisch gesehen. Er ist zwar nicht intelligent und auch nicht gebildet in dem Fachbereich, aber er hat eben einen sehr hohen Kampf-IQ, würde ich sagen. Und Caesar im Gegensatz dazu ist nicht unbedingt der talentierteste im Kampf. Deswegen als reines Beispiel, man sieht eben daran sehr gut, dass eine Frucht alleine am Nutzer abhängt und der Nutzer eben ein sehr hohes Potenzial rausholen kann, was die Frucht möglicherweise gar nicht drauf haben könnte, was man eben an der Gummifrucht sehen kann, die eben sehr wahrscheinlich eine normale Frucht ist, wie jede andere Frucht eben auch, aber durch den Nutzer, durch eben Ruffy so stark wirken kann, wie sie eben wirkt. Aber ja, das würde ich dazu sagen. Ich glaube, es gibt nicht so viel mehr dazu zu sagen, oder hast du noch irgendeine Idee dazu? Ich würde sagen, wir haben eigentlich fast alles dazu gesagt. Ja gut, wegen Caesar muss man halt hier noch sagen, er ist halt noch fachkundig im Bereich. Ein krasseres Beispiel wäre natürlich sogar Buggy, der damals halt schon mit Ruffy gekämpft hat, verloren hat und halt eine Konterfrucht hat quasi und damit eigentlich fast nichts gemacht hat. Ruffy hätte mit der Trendfrucht wahrscheinlich viel krasseres rausgeholt. Ich würde dich noch ganz zum Schluss fragen, würdest du selber die Frucht essen? Würdest du sie als eine stärkere Paramecia bezeichnen und was erwartest du noch jetzt für den Arc von der Frucht und würde damit auch den Podcast langsam beenden? Also für den Alltag ist, glaube ich, schon die Gummifrucht eine relativ gute Frucht. Und als reines Beispiel, wenn man jetzt einen weiten Weg laufen muss, man hat wenig Zeit, man hat kein Auto oder kein Busticket oder so, wenn man nicht schwarz fahren möchte, kann man ja einfach so, was, glaube ich, sich jeder One Piece Fan mal vorgestellt hat, einfach mal die Hand dehnen oder den Arm dehnen, einfach an einem Baum festhängen und dann einfach Gum-Gum-Rakete so an sich machen. Das wäre einfach eine coole Vorstellung, die an sich bestimmt jeder mal hatte. Und ich denke mal, die Gum-Gum-Frucht wäre schon wirklich für den normalen Gebrauch eine gute Frucht. Es gibt auch bessere Früchte natürlich, wie beispielsweise die Feuerfrucht möglicherweise oder die Frucht von Bruno ist auch eine sehr, sehr coole Frucht. Aber mit der Gum-Gum-Frucht ist man, glaube ich, schon für die echte Welt gut bedient, was man trotzdem natürlich niemals erreichen wird, dass man die Frucht essen wird. Aber ist schon, glaube ich, eine ganz coole Frucht. Ja, das würde ich eigentlich auch so im Großen und Ganzen sagen. Es gibt natürlich halt bessere Früchte. Man wird jetzt nicht zum Phönix oder kann sich auch nicht im Magma auflösen. Hat aber dennoch Möglichkeiten. Ich glaube, Oda hat sich auch die Frucht ausgedacht, wo er die Fernbedienung nicht erreicht hat oder irgendwas nicht erreicht hat. Und da kann man sich natürlich dehnen, aber auch so, man kann sich nicht verletzen, ist halt schnell stark. Im Anime selbst ja man natürlich auch theoretisch halt stärker als ein normaler Mensch. Ja, ich erwarte jetzt auf jeden Fall, dass Ruffy noch in den nächsten Kapiteln was raushaut mit der Frucht. Ich bin auch mit dem Kampf Ruffy und Kaido langsam gut bedient, muss ich sagen. Ich brauchte nicht mehr so viele Kapitel und ich hoffe, dass Ruffy jetzt mal langsam raushaut. Wie gesagt, die Theorie mit dem Erwachen, dass er Onigashima jetzt in Gummi verwandelt, wäre eine Möglichkeit, aber interessanter wäre natürlich jetzt der Tiger Man mit Feuertechniken oder weiteren Attacken, die er jetzt raushauen wird. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir eigentlich schon alles gesagt. Ja, das würde ich ungefähr sagen zum Thema Kaido. Ich denke mal, der Kampf wird ähnlich wie auch der Kampf von Zou gegen King, der auch relativ kurz war. Aber ich glaube, es wurde mal nachgerechnet, es gab 33 Seiten zum Kampf Zou gegen King.
was im Endeffekt dann schon sehr viel war, aber im Endeffekt wirkte der Kampf eben sehr kurz, weil der Endkampf nur 2 Chapter lang war und dann auch sehr, sehr schnell für Zorro auf Zorros Seite ging, auf einmal so an sich, weil Zorro war viel schwächer als King, dann auf einmal war er viel stärker. Aber zum Thema Ruffy gegen Kaido, da haben wir schon so viele Chapter gesehen in diesem momentan ungefähren Kampf. Der erste Kampf in Kuri, den sehe ich aber nicht dazu, aber wir haben eben den Kampf vom Dach, der damals angefangen hat. Dann ging es da, glaube ich, 10 Chapter lang, von Chapter 1000 bis Chapter 1010. Und dann eben wieder der Kampf von Ruffy gegen Kaido, der angefangen hat durch Yamato und durch Momo, wo Ruffy eben nach oben gekommen ist. Und das sind mindestens auch, ich würde nicht lügen, aber bestimmt ja, 40, 50 Seiten, die wir gesehen haben. Und lass es auf 80 Seiten kommen und dann ist, glaube ich, schon jeder gut bedient. Es ist ein Kampf gegen Kaiser, der erste Kampf, in dem Ruffy eben den Kaiser besiegen wird. Aber es ist auch eben nicht die 100%ige Leistung von Ruffy, durch die eben Kaido stürzen wird. Und ich denke mal, in 4 Kampfchaptern von Ruffy gegen Kaido kann auch aus meiner Sicht ruhig ein Kaido fallen. Also in den Chaptern, wo es hauptsächlich oder fast nur über diesen Kampf geht. Aber ich finde, jetzt braucht man nicht noch 20 Kampfchapter von Ruffy gegen Kaido. Das wäre auch schon relativ langweilig. Ich denke mal, den Kampf kann man schon relativ zeitnah beenden. Nicht aus dem Nichts, also auf gar keinen Fall so wie Zoro gegen, King natürlich. Aber wie gesagt, wenn Ruffy eben langsam immer mehr auf Kaidos Level kommt, man hat es auch sehr gut sehen können, als Kaido im letzten Chapter weiße Augen bekommen hat, dann wird es auch sehr gut passen. Also zu Chapter 1037, ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde, aber in Chapter 1037 hat eben Kaido weiße Augen bekommen. Und man hat da schon sehr gut sehen können, dass Ruffy immer mehr auf dieses Level kommt. Ja, man muss halt auch sagen, dass Kaido jetzt stark geschwächt ist. Viele übertreiben jetzt auch Ruffy, stärkster Supernova. Ruffy ist ähnlich stark wie Zorro, King oder selbst ein Kid oder Lore. Er ist halt auf dem Level der ersten Kommandanten jetzt ein bisschen stärker natürlich. Aber er ist nicht so stark wie ein fresher Kaido, wie du bereits gesagt hast. Er muss langsam jetzt gewinnen. Und dann haben wir jetzt auch genug Kaido für den Arc gehabt. Der Flashback muss ja auch noch kommen. Und danach gibt es noch einige Themen, die jetzt abgehakt werden müssen, bis wir Wano Kuni beenden können. Ich denke, 2022 könnte der Arc noch enden. Aber ja, wenn Oda so weitermacht, dann könnte sich das natürlich noch weiter hinausdehnen, so wie Ruffy. Und ja, das muss dann natürlich auch langsam jetzt ein Ende finden. Das war's, glaube ich, schon zu dem Podcast. Ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Hast du noch irgendeine Idee dazu? Ich würde sagen, ja, eigentlich haben wir alles gesagt. Zu der Frucht, ich würde doch eine Bewertung raushauen. Meine Bewertung wäre tatsächlich für eine Paramecia 7 von 10. Das wäre noch meine Bewertung zum Schluss, falls sich das jemand gefragt hat. Und ja, ansonsten schreibt halt in die Kommentare, welche Früchte ihr euch wünscht und was ihr noch so von der Gum-Gum-Frucht erwartet. Und würde sagen, damit können wir das Ganze auch langsam beenden und ja, zum Ende kommen. Ja, also der Bewertung würde ich mich auch anschließen. Eine ungefähre Bewertung zu sagen ist jetzt relativ schwer, aber die Gum-Gum-Frucht ist jetzt nicht unbedingt die spektakulärste Frucht. Man kann aber sehr viel aus ihr rausholen. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Podcast. Ihr könnt sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr mehr von solchen Teufelsrucht-Podcasts haben wollt. Dann geht auch, wie gesagt, gerne eine positive Bewertung lassen. Da würde ich eben daraus sehen können, dass ihr es sehen wollt. Ein Abo auf den Kanal, auch gerne bei Makanko. Den Kanal verlinke ich euch natürlich in den Kommentaren. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Aber ja, Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen dabei wart. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann. Und